Ja, vielleicht weiß er dann aus vor lauter Aufregung nicht mehr die Telefonnummer. Soll ich da auch deinen Namen raufschreiben oder vergiss den nicht? Nein, doch, ha? Doch. Bei uns ist Meet & Greet mit Midnight-Autoren. Ursprünglich waren es mal zwei, jetzt sind es ein paar mehr. Mir fällt auch schon auf, dass ich irgendwie mehrfach sehe. Ja. Aber große Crowd. Die meeten und greeten und unterschreiben und geben Autogramme und Wahnsinn! Dein schönstes Messeerlebnis? Wieso? Naja, ich habe ein schönes Messeerlebnis. Und zwar habe ich einem Autor diese Fisch hier in die Hand gedrückt. Und einem Autor, also jemand, der gerne bei uns ein Manuskript anreichen wollte, habe ich diesen Zettel in die Hand gedrückt. Und er kam nochmal zurück und hat gesagt, er ist heute bei allen Verlagen niemals so freundlich mit diesem Zettel abgewiesen worden. Und hat mir nochmal gesagt, dass er das so schön fand, dass ich einfach mal ein Lächeln für ihn hatte. Obwohl ja auch ich hier stehe schon den ganzen Tag und nicht so genervt reagiert. Das ist aber süß. Das war mein schönstes Messeerlebnis. Ich danke dir vielmals. Sind wir live auf Facebook. Und zwar den ganzen Tag heute auf der Herzenstage-Seite mit allen Events. Jetzt gerade hat Paige Thun gelesen und danach geht's weiter mit Mr. Januar von Ullstein, danach mit Forever und danach noch mit ganz vielen anderen. Und es wird auf jeden Fall super. Und das Schöne ist, dass der Livestream auch noch im Nachgang abrufbar ist auf unserer Facebook-Seite. Sie können auch noch ein Foto mit Herrn Januar machen. Der steht da. Ehrlich? Wollen Sie ein Foto mit Mr. Januar machen? Wir setzen uns dann nochmal. Jetzt ein iPhone gewinnen. Ja, warum nicht? Naja, den schnell. Das ist total witzig. Haben Sie schon ein Foto mit Mr. Januar gemacht? Nee, ich hatte gerade eben schon gesagt, dass mein Mann der Monat Januar bis Dezember ist, es voll ausgefüllt bin. Wollt ihr noch ein Foto mit Mr. Januar? Das Thema haben wir gerade schon durchgekauft. Wir diskutieren gerade. Und? Noch nicht überzeugt? Aber nicht so richtig, weil wir ja posten müssen. Das schönste Messeerlebnis, das war gleich am Dienstag, und zwar als ich Wolf Biermann getroffen habe und das Interview mit Wolf Biermann machen durfte für Resonanzboden. Das war witzig, das hat Spaß gemacht und es war ein tolles Erlebnis, Wolf Biermann zu treffen. Nein, die schönsten Messeerlebnisse, ich fand Ullstein 5. Die Buchhändler, die super positiv auf Ullstein 5 reagiert haben, von der Vorschau gelobt, dem Programm, das gelobt wurde, allein die Idee, dass man nicht ein klassisches Lektorat nur die Bücher raussucht, sondern Vertrieb, Herstellung, Presse, Marketing, dass alle dabei sind. Und ansonsten das schönste Messeerlebnis, einfach die netten Kollegen, die man wieder trifft, auch aus anderen. Ja, jedes Jahr wieder. Ich habe gleich zwei schöne Erlebnisse, nachdem das ja die erste Messe ist seit langer Zeit für mich und dann auch noch auf Seiten von Verlagsseite, dass Oliver Uhl mich auf meinen ersten Termin vorbereitet hat. Das war ganz toll, der hat mich abgefragt. Ich durfte dann erzählen, was ich über den Titel weiß. Ist ein Kollege aus dem Vertrieb? Genau. Und das zweite Erlebnis war, dass ich ganz viele alte Verlagskollegen von vor 10 Jahren getroffen habe und
mich mit denen ausführlich unterhalten konnte. Das fand ich großartig. Mein schönstes Messeerlebnis hatte ich gestern Abend. Und zwar habe ich einen Anruf bekommen, dass ich mein Portemonnaie wiederholen kann, was ich als schlimmstes Messeerlebnis am Abend vorher verloren habe. Das war schlimm. Aber, ja. Und schön. Und schön, zugleich. Ja, ich freue mich auch. Erzähl doch mal ein bisschen, was im letzten Jahr hattest du ja dein Buch dabei, ja. Ganz frisch, ganz neu und ein Jahr später. Wovon kannst du uns heute berichten? Ja, in der Zeit hat sich eine Menge getan. Letztes Jahr wurden auf der Buchmesse ja doch schon einige Lizenzen von meinem Buch ins Ausland verkauft. Und heute besuche ich, und gestern vor allem, habe ich meine Auslandsverleger alle mal besucht, in unterschiedlichen Hallen, an unterschiedlichen Ständen. Manche haben mein Buch schon rausgebracht, zum Beispiel war ich gestern in Russland. Und da habe ich erfahren, dass innerhalb der ersten zwei Tage nach der Veröffentlichung jetzt vor einer Woche, dass da die komplette Erstauflage abverkauft wurde, was natürlich eine großartige Nachricht ist, habe ich nicht mit gerechnet. Glückwunsch! Und Dankeschön. Und ich habe mein erstes russisches Exemplar in die Finger bekommen und das ist halt total cool, wenn man die Lizenzversion dann in den Fingern hält selber. Das macht Spaß. Wo geht's demnächst hin? Was hast du noch für Länder auf deiner Karte markiert? Die Buchmessen-Weltreise führt mich jetzt gleich nochmal nach Korea zu meinem koreanischen Verlag. Und dann bin ich heute eigentlich durch. Wahrscheinlich werde ich doch nochmal bei den ganzen Ständen vorbeigucken. Das heißt, dann geht's nochmal nach Kanada zu Greystone oder ins United Kingdom oder nach Australien zu Scribe. Ich suche noch mal meinen italienischen Verleger, den habe ich noch nicht gefunden, aber mal gucken, wo der ist. Also ich bin schwer gespannt. Okay, also der Stapel mit den Lizenzausgaben ist ziemlich hoch geworden. Mittlerweile erwächst. Okay, super. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Von der Frankfurter Buchmesse. Wir danken euch herzlich fürs Zuschauen, hoffen, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen euch hoffentlich in Leipzig wieder. Tschüss! Wartet mal, Moment, jetzt. Das haben wir gesehen, das haben wir sogar im Video festgehalten. Warte, du musst das Buch anschauen.